Herzlich willkommen. Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Markus Lippold zu Ihnen, Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Teterow. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Denn ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. So endet die Geschichte, die Matthäus über Jesus niedergeschrieben hat im Matthäus-Evangelium. Eine zaghafte Jüngergemeinde, 11. Und selten klingt diese Zahl so traurig wie in diesem Zusammenhang. Ja, natürlich, es waren mal 12. Und dieser 12. steht hier unmerklich mit im Raum. 11 von 12. Der eine hatte es nicht geschafft, hatte Karfreitag und Ostern nicht überlebt. Der eine war nicht mehr dabei und das macht deutlich, in welcher schwierigen Situation sich die Jünger befunden haben. Es war lebensbedrohend. Diese letzten Tage Jesu am Kreuz bis hin zu Ostern waren so schwierig, dass es nicht alle geschafft haben. Ich bin bei euch, sagt Jesus, alle Tage. Und mir ist gegeben alle Macht. Und deshalb geht hin zu allen Menschen. Mir fällt es oft schwer, so in dieser Prozentrechnung zu denken. Von einer bestimmten Zahl eine gewisse Prozentsatz abzuziehen, da brauche ich schon einen Taschenrechner dafür. Manche können das sehr schnell und gut im Kopf. Und doch bleibt es eine Rechnung. Nein, Jesus sagt nicht, mir ist von der Macht und Gewalt dieser Welt 94% gegeben. Das wäre viel. 94% von etwas ist fast alles. Und dennoch wären 6% übrig, die irgendwo anders zu finden sind. Jesus macht es den Jüngern sehr einfach und uns auch. Mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir müssen nicht rechnen, wir müssen nichts abziehen. Wir dürfen daran glauben und vertrauen, dass Jesus Christus weiß, was er sagt. Alle Macht. Hier oben auf dem Berg in Galiläa, wohin die Jünger sich geschleppt haben, vielleicht, so klingt es an manchen Stellen, zweifelnd, nicht ganz frei von Gedanken, die ihnen das alles fraglich erscheinen lassen. Hier oben treffen sich zwei Welten. Die zaghafte Welt der Jünger, die ängstliche Welt der Jünger, die Welt derer, die nicht genau wissen, wie es weitergeht und die das Handeln Gottes nicht verstanden haben. Sie trifft auf die Welt Gottes. Der, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Und sie trifft auf jemanden, der sie einlädt, diese Grenze zu überschreiten. Kommt in meine Welt, sagt Jesus. Denn ich sende euch zu allen Menschen. Dieser Text ist geprägt von mehreren 100%. Mir ist gegeben alle Macht. Damit beginnt Jesus. Und damit lässt er die Jünger in seine Welt ein. Er wirft ihnen nichts vor, dass sie den wichtigen Moment in Gethsemane verpennt haben, dass sie ihn verraten und verkauft haben, dass sie sich alle versteckt haben und keiner auf seiner Seite stand. Kein Vorwurf, keine Grenze, kein Grenzzaun. Nur diese Einladung. Kommt in meine Welt. Mir ist gegeben 100% der Macht dieser Welt und der himmlischen Welt. Und deshalb sende ich euch zu 100% Menschen dieser Welt, zu allen Menschen. Jesus macht keine Ausnahme. Wir leben in einer Zeit,
in der es leider so viele Ausnahmen gibt. Da gibt es diese und jene. Da gibt es Menschen, die in irgendeiner Weise privilegierter scheinen als andere. Diese Unterschiede tun weh. Unterschiede, die es hier nicht gibt. Alle Menschen, da ist grenzenlos jeder gemeint. Der, dem alle Macht gehört, sendet seine 11 verzagten Jünger zu allen Menschen und er verspricht ihnen, und da sind wir bei diesem letzten alle, dass er alle Tage, jeden Tag dieser Welt bei ihnen ist. Es wird keinen Tag geben, wo ihr alleine seid. Sie kennen bestimmt das Gedicht von den Spuren im Sand, wo der, der rückblickend auf sein Leben sieht, manchmal nur eine Spur erkennt und Gott fragt, wo warst du gerade dort, wo es schwierig und eng war. Gerade da, wo ich dich gebraucht habe, ist in meinem Lebensrückblick nur eine Spur zu erkennen. Gott, der ihm sagt, du, das ist meine Spur. Und diesen Lebensabschnitten, wo du nur eine Spur erkennst, da habe ich dich getragen. Da gibt es nur meine Spur, weil du auf meinen Schultern warst. Gott sagt, jeden Tag bin ich bei euch. Auch wenn wir im Rückblick der vergangenen Woche vielleicht den Eindruck haben, dass es da Tage gibt, wo Gott weit weg war. Tage des Terrors und des Krieges. Tage, die Bilder hinterlassen haben, die wir gar nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Dem, dem alle Macht dieser Welt gegeben ist. Der, der seine Jünger zu allen Menschen schickt, der verspricht uns, jeden Tag dabei zu sein. Und dann spricht Matthäus am Ende dieses Textes von der Vollendung der Welt. Nicht einfach von einem Ende, sondern von der Vollendung. Diese Welt wird nicht einfach irgendwo mal auslaufen, wird nicht irgendwo mal zusammenbrechen, sondern aus Gottes Sicht vollendet werden. Und bis dahin gibt es keinen Tag ohne ihn. Mir haben diese Worte am Ende des Matthäus-Evangeliums diesen Tagen sehr geholfen, Mut zu fassen, mich neu zu orientieren. In der Auseinandersetzung der Mächtigen unserer Tage das Wort zu hören, dass es da einen gibt, der sagt, und über all dem stehe ich mit 100% Macht und Gewalt über alles. Nein, diese Texte beantworten bei weitem nicht alle Fragen, die man haben kann nach dieser Woche, aber sie dürfen uns Mut und Zuversicht geben, auch in manchem Unverstehen die Hand dem zu geben, der uns führen will. Und so wünsche ich Ihnen eine gesegnete, getroste Woche. Mit all den Nachrichten, die uns in dieser Woche erreichen werden, zu wissen, wir dürfen dem vertrauen, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und wir dürfen dem folgen, der uns zu allen Menschen schickt. Und wir dürfen jeden Tag, den wir erleben, davon ausgehen und fest darauf vertrauen, dass wir nicht allein sind. Eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen. Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Teterow. Haben Sie Rückmeldungen oder seelsorgerliche Fragen? Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 03996 188 9996. Bleiben Sie Gott befohlen.